Die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA ist im Streik seit heute. Und ich bin jetzt hier nicht in der Länggasse, wo die SDA eigentlich daheim ist, sondern in Bern im Theater National, wo sich die SDA eingerichtet hat. Vielleicht geht schnell Stefanie von Arburg von der Gewerkschaft Syndicom. Wieso sind wir hier im Theater National? Weil wir einen grossen Saal brauchen. Es geht heute darum, dass das ganze Personal von der SDA wird streiken. Es ist um 6:30 Uhr losgegangen zu der ersten Schicht. Sind die Leute nicht angetreten. Es hat einen Streikposten bei der Länggasse. Aber ab den 9 wird hier im grossen Saal das gesamte Personal versammelt mit zusätzlichen Gästen. Was sind, wenn ich jetzt so konkret frage, die konkreten Forderungen jetzt von Seiten auch von euch an die oberen Herren? Ja, unsere Forderungen sind die gleichen wie das Personal. Wir sind dort im gleichen Boot. Wir unterstützen das Personal und die Redaktionskommission und begleiten sie in dem ganzen Prozess von dem Streik. Forderungen sind vielfältig, aber man kann sie eigentlich subsumieren unter mehr Respekt. Das Personal fordert, dass sie einbezogen werden, dass es wirklich ernsthafte Verhandlungen gibt über den Abbau. Das Ziel ist, dass der Abbau reduziert wird. Erstens, zweitens, dass über die künftige Strategie und die Ausrichtung von der SDA zuerst mit dem Personal diskutiert wird, die Inputs vom Personal eingeholt werden, damit eine vernünftige, zielgerichtete Strategie für die Agentur aufgestellt wird. Und dann der Abbau, der dann nicht zu vermeiden ist, dass für den ein guter, fairer Sozialplan ausgehandelt wird. Gewerkschaft, wir haben es gehört, im gleichen Boot natürlich mit den Journalisten von der SDA. Bei mir ist der Sebastian Gänger, normalerweise, wenn ich das so darf sagen, Inlandredakteur bei der SDA und auch Mitglied von der Redaktionskommission. Sebastian Gänger, das ist ein schwarzer Tag für die Medienwelt heute. Es ist ein schwarzer Tag für die Medienwelt heute, nicht nur heute, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, bei uns, bei der SDA, aber auch rundherum bei anderen Medienunternehmen. Das können wir so nicht akzeptieren. Es werden überall Stellen abgebaut. Es werden keine Pläne vorgelegt, wie es weitergehen soll, sondern es wird einfach mal der Sparhammer ausgepackt. Bei uns wird gesagt, jeder Vierte soll gehen, ohne dass man ein Produkt definiert hat, ohne dass man einen Sozialplan verhandelt hat, ohne dass man sich ernsthaft mit uns an den Tisch hockt. Und die Redaktionsversammlung hat gestern in Bern mit 124 zu 8 Stimmen bei 6 Enthaltungen den grossen Schritt gemacht, nämlich den Entscheid, in einen unbefristeten Streik zu treten ab heute. Das ist ein schwarzer Tag für uns. Wir hätten das nicht machen wollen. Wir wollen auch nicht weiter streiken, aber wir werden den Streik so lange fortführen, bis wir endlich ernst genommen werden. Der Warnstreik genau heute vor einer Woche hat in diesem Fall genau nichts gebracht. Der Warnstreik hat genau nichts gebracht. Wir fühlen uns immer noch nicht ernst genommen von unserem CEO. Im Gegenteil, der CEO hat letztes Wochenende Interviews gegeben, zum Beispiel der NZZ am Sonntag, wo er sagt, dass er sich nur den Aktionären verpflichtet fühle. Ein Chef hat aus meiner Sicht gesehen, aber auch im Personal verpflichtet sein. Der hat uns ernst zu nehmen. Er hat uns zu konsultieren, er muss mit uns reden können. Er setzt sich zwar an den Tisch mit uns, er gibt meine Forderungen. Kommt er uns entgegen. Aber ein Gespräch auf Augenhöhe war es bisher noch nicht. Der hat gesagt, Streik auf unbefristete Dauer quasi, das kann man noch nicht abschätzen. Wie könnt ihr sagen, sieht jetzt das Programm von heute aus? Wir sehen, da hinter dem Tisch natürlich aufgestellt. Der Saal ist im Moment noch leer ein bisschen, aber der fühlt sich jetzt an. Was ist genau der Plan für heute? Der Plan von heute ist, wir haben das zusammen mit den Gewerkschaften, die sehr gute Arbeit mit uns zusammen leisten, haben wir einen Streiktag skizziert. Ich muss sagen, wir machen das alle zum ersten Mal. Es wird sehr viel Improvisation dahinter sein. Es braucht sehr viel Flexibilität von allen Beteiligten. Klar ist, dass wir hier am 4. ab 9 Uhr starten. Wir müssen warten, bis unsere Regionalbüros eingetroffen sind. Wir müssen warten, bis alle Leute fertig informiert sind, dass der Streik heute tatsächlich stattfindet. Und nachher werden wir ein umfangreiches Programm machen. Wir werden Politiker haben, die hat. Wir werden zur Stadt ziehen, wir werden zum Bundesplatz gehen, wir werden mit Politikern reden, wir werden das Risotto-Essen durchführen, wir sind dran, kulturelle Aktionen noch zu planen. Das ist alles ein bisschen improvisiert, aber ich bin sehr fest überzeugt davon, dass wir mit der Menge der Leute, die sich mit uns solidarisieren, nicht nur innerhalb der Redaktion, sondern auch außerhalb der Redaktion, dass es ein gelungener Tag wird und hoffentlich auf unsere Forderungen eintreten wird. Und das wäre heute, dass wir ein Gespräch haben mit dem Verwaltungsrat.
Stefanie von Nordburg, wir haben jetzt gehört vom Sebastian Gänger. Das ist für Sie natürlich eine neue Situation, Streik, oder? Das macht man nicht jeden Tag. Wie tut ihr von Seiten der Gewerkschaft jetzt quasi unterstützend wirken? Oder, ich meine, es ist eben, er hat gesagt, gestern Abend quasi hat man das entschieden, relativ kurzfristig. Was sind also dann die ersten Schritte, die man muss machen? Ja, also für uns ist es auch nicht eine tägliche Sache. Also wir tun auch nicht täglich streiken. Wir sind eigentlich zuerst einmal dafür da, zu verhandeln. Und das ist unser Ziel von jedem Streik. Ein Streik ist eine Massnahme, wenn nichts anderes mehr wirkt. Und so weit sind wir jetzt bei der SDA, leider. Von der Gewerkschaftsendigung her tun wir das ganze Personal begleiten, tun sie logistisch unterstützen, organisatorisch unterstützen. Aber die Entscheidung, die wird vom Personal gefällt. Die sagen, verhandeln. Gibt es denn schon erste Anzeichen, dass man eben kann verhandeln mit dem Verwaltungsrat? Habt ihr da schon etwas empfangen oder auch die Journalisten? Bis anhin haben wir nur mit der Geschäftsleitung verhandelt. Es hat zwei Verhandlungsrunden gegeben. Die sind gemäss Ansicht vom Personal von gestern Abend unzufriedenstellend, nicht genügend. Es hat ein paar kleine Verbesserungen gegeben, aber die reichen noch nicht. Wir wollen weiter verhandeln, wir wollen das weiterhin ernsthaft verhandeln. Und wir sind jetzt aber der Ansicht, dass mit der Geschäftsleitung und dem CEO sind wir an einem toten Punkt bei den Verhandlungen gelandet. Und darum ist jetzt ein Schreiben an den Verwaltungsratspräsidenten von der SDA, an Herr Konings, gegangen, von der Gesamtredaktion und von uns zusammen. Weil wir sind der Ansicht, jetzt braucht es eine Vermittlung vom Verwaltungsratspräsidenten. Wir sind am Anschlag mit denen, die wir bis jetzt können reden. Jetzt muss der Chef kommen. Und das Zeichen, wir haben es gehört, von diesem Streik ist natürlich eindeutig. Seit heute ist das SDA im Streik auf unbefristete Dauer. Da ab der 4. ab 9. circa wird die Versammlung starten. Ihr habt es gesehen. Dann wünsche ich in dem Fall viel Erfolg und danke für in dem Fall die ersten Statements von euch, Sebastian Gänger, und von Seiten Gewerkschaft Stefanie von Arburg. Danke vielmals. Ja, die Gäste sind übrigens willkommen für den ganzen Tag. Dass man eben möglichst viel natürlich da ist, um diesen Forderungen Gewicht zu verleihen. Danke vielmals. Ich habe vorher, kurz ein Telefon machen mit dem Vizepräsidenten vom Verwaltungsrat, mit dem Hans-Peter Lebrumont. Er hat mir am Telefon gesagt, dass sie so schnell wie möglich jetzt eine Sitzung einberufen von Seiten Verwaltungsrat. Viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Er hoffe aber, dass die Sitzung wirklich möglichst heute und sonst alle spätestens morgen kann stattfinden. Das jetzt hier eben aus dem Theater National, wo die SDA seit heute Morgen um 6:30 im Streik ist.